Ein Traum. Ich hätte nämlich gerade noch die Zusatzfrage, wenn Sie das in Ihr Xing-Profil schreiben, viele Projekt- und interne Krisen durchlebt. Können Sie mal so eine Krise erzählen? Man guckt ja Naja, immer so gut, rüber und denkt dann, es Mensch. gibt, kann ich schon machen. Es gibt da persönliche Krisen natürlich, es gibt aber auch die im Job. Und ich sage mal so, als ich vor 5, 6 Jahren war ich Teamleiter im Bereich Engineering hier bei der TWT, habe für viele OEMs gearbeitet, also vor allem jetzt in München für BMW in Projekten. Also das war unser Kunde. Und da gab es schon auch gerade diesen Umstieg. Zwischen, naja, also früher haben wir noch viel gemacht und dann gab es einen neuen Wind irgendwo. Und was früher noch, sagen wir mal, mit Excel gemacht wurde jetzt umgestellt. Und das hat man schon auch gemerkt, dass hier ein Umschwung passiert. Und das war für uns jetzt in dem Sinne keine Krise, weil wir haben ja diesen Umschwung auch mitgestaltet. Aber es war trotzdem natürlich eine Herausforderung, dann innerhalb von weniger Jahren sich komplett umzustellen von, wie man es früher gemacht hat, auf wie man es in der Zukunft macht. Und Sie wissen ja selber, wenn man digitalisiert, geht halt alles viel schneller. Dadurch fallen natürlich auch erstmal auch Arbeitsaufgaben weg, neue entstehen, aber die muss man auch erstmal wieder etablieren und dafür Geld bekommen. Und ja, klar, das war sicherlich eine Krise, die ich mal vor 5 Jahren durchgemacht habe. Und jetzt haben wir wieder eine, aber ich sag mal, auch die Automotive-Krise ist ja auch nicht erst seit diesem Jahr, sondern schon seit ein paar Jahren länger aktiv. Insofern, da gibt es schon einige, was zusammenkommt. Ja, perfekt. Aber. Vielleicht darf ich doch kurz ergänzen. TWT steht für Ja. technisch-wissenschaftlichen Transfer. Und gerade vor dem Hintergrund Universität, Innovationen, viele Dinge, die wir auch auf die Straße bringen, finde ich Ihren Vortrag total spannend. Freue mich drauf. Und sag noch mal den Titel Innovationen in der Digitalisierung. Ich freue mich, Herr Herrenberger. Vielen Dank. Gut, also dann lege ich jetzt los. Wie gesagt, die Frau Caroline Handel, meine Kollegin, ist gleich mit dabei. Wir haben uns das geteilt, so wie wir es oft in Projekten einfach auch machen. Wir arbeiten interdisziplinär zusammen und so machen wir es auch heute. Ja, der Titel ist jetzt relativ allgemein gefasst. Wir hätten ihn auch anders nennen können. Wir haben schon einen roten Faden heute auch in unserer Präsentation. Der geht auch so ein bisschen in Richtung, ja, ich nenne es mal Gamification, der Entwicklung und der Einsatz von Game Engines in der Entwicklung. Wir hätten auch einige andere Themen mitbringen können, aber man muss auch sagen, wir sind eben gerade eben nicht hier der große OEM. Wir sind einer der eben kleineren Firmen, ein Dienstleister, ein Innovationsdienstleister, der eben auch viel ja, in Auftragsarbeit macht. Natürlich machen wir eben auch viel eigene Forschung, aber letztendlich irgendwo müssen wir unser Geld verdienen. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, heute wirklich ein bisschen was in Richtung Game Engines und Virtual Reality zu bringen. Ja? Und jetzt habe ich, sagen wir mal, den strategischen Nachteil, dass ich jetzt ein bisschen Zeit aufwenden muss, um es vielleicht mal kurz vorzustellen. Aber andererseits ist es ja auch ganz schön, dass ich die Möglichkeit habe, uns vielleicht hier kurz vorzustellen, weil ich glaube, die TWT kennt jetzt nicht jeder. Wie die Frau Professor Linhoff gerade schon richtig gesagt hat, steht für technisch-wissenschaftlicher Transfer und es gibt es seit gut 30 Jahren am Markt. Und wir sind eben genau so ein Unternehmen. Ja, wir sind momentan gerade noch so KMU, aber natürlich kein Großunternehmen und sind eben genau die heute auch schon ein paar Mal erwähnt wurden. Also diejenigen, die das Ganze dann auch ja, damit ihr Geld verdienen müssen mit der Digitalisierung, die das zur Anwendung bringen müssen. Und das war aber schon immer unser Ziel. Das heißt, eigentlich seit 30 Jahren versuchen wir wirklich Digitalisierung in die Projekte bei unseren Kunden hineinzubringen. Und wie man auf der rechten Seite so ein bisschen sieht, wir sind ein bisschen automotive-lastig. Klar, steht da ein BMW, ein Daimler, ein Porsche, ein Audi, VW, Toyota. Aber wir haben auch natürlich auch andere Kunden wie ein Airbus oder auch Bosch und wir haben auch viele Partner wie die IBM. Und ja, hier sind wir aktiv und versuchen wirklich seit 30 Jahren Digitalisierung voranzutreiben. Und jetzt, ich möchte jetzt aber gar nicht so viel über TWT erzählen, sondern nur, dass Sie uns ein bisschen verstehen, was machen wir so. Ja, wir sehen uns gerade in dieser Schnittstelle zwischen, es gibt diese großen Methoden, IoT, KI, allgemein Digitalisierung, Machine Learning haben wir erst schon mal ge gehört. Auch der Herr Krebs hat dazu schon was gesagt. Ja, es wäre jetzt falsch, diese Methoden, die da am Markt sind, einfach blind anzuwenden. Das funktioniert oft nicht. Und wir sind genau so ein Unternehmen in dieser Schnittstelle zu sagen, wir können diese Methoden nehmen und die dann in die Anwendung bringen. Das ist so, sagen wir mal, seit 30 Jahren unsere Hauptaufgabe. Wir stellen jetzt auch keine großen kommerziellen Softwarepakete her, auch wenn wir heute zwei
deine Produkte von uns vorstellen. Unsere Stützpfeiler sind eben für unsere Digitalisierung sind eben einerseits unsere Mitarbeiter, die sehr interdisziplinär aufgestellt sind, andererseits die Forschung und als dritter Punkt sollte man auch noch erwähnen, auf jeden Fall auch natürlich die Ideen, die in Zusammenarbeit mit unseren Kunden entstehen. Und Caroline, Innovation Center, die Folie vielleicht kurz zeigen. Wir machen auch aktiv Forschung tatsächlich. Das heißt, es ist vielleicht ganz spannend, dass wir auch wirklich ein Unternehmen mit 300 Mitarbeitern, dass wir aktiv Forschung machen. Das machen wir sehr gern und dadurch natürlich können wir auch, das war auch schon eine Frage heute in der Diskussion, dadurch können wir eben auch gute Leute gewinnen, weil das denen eben Spaß macht und da können die sich auch weiterbilden und dadurch können wir eben auch wieder neue Methoden entwickeln, um die in die Industrie ja. Und ich schaue mal gerade, ob ich mich trotzdem noch nebenbei hier gerade einloggen kann, dass ich wieder was sehe. Das wäre natürlich schon nicht schlecht, aber es funktioniert. Ja, ich mache einfach weiter. Gut, jetzt habe ich für heute zwei Themen mitgebracht. Das eine wird die Frau Handel später vorstellen und das andere stelle ich jetzt kurz vor. Das erste Thema wäre tatsächlich, was wir auch schon beim Vortrag vom Herrn Würz erst schon so ein bisschen rausgehört haben, wie kann man VR oder auch den Digital Twin in die Entwicklung reintragen. Und unser Anliegen ist jetzt hier vielleicht jetzt weniger dieses Augmented Reality, sondern eher, wie kann man wirklich in der Entwicklung auch VR nutzen im Sinne einer Game Engine, um hier den Ingenieur zu unterstützen. Caroline, wenn wir auf der Folie sind zum VR 3D Future Development. Wie funktioniert die Entwicklung heute bei unseren Kunden, aber auch bei uns selber? Weil wir machen ja die Projekte teilweise bei unseren Kunden. Ja, wenn wir mit BMW oder mit Daimler oder mit welchen Firmen auch immer ein Projekt haben, dann sind wir letztendlich natürlich die, die Ideen reinbringen, aber auch letztendlich dann auch die Entwicklung selber mit vorantreiben und auch selber damit arbeiten. Und heute ist es so, klar, wir sind schon nicht mehr in der Steinzeit. Es gibt natürlich schon viele Software-Tools, mit denen man hier die Entwicklung vorantreiben kann. Es ist immer noch viel mit PowerPoint, viel mit Excel. Jeder macht noch seine eigenen Auswertungen, seine eigenen Analysen und die werden dann vielleicht irgendwo im Gremium diskutiert. Und am Ende gibt es irgendeinen Entscheider und je nachdem, wie gut man es halt präsentiert hat, kommt dann ein positives oder negatives Ergebnis raus. Und die Zukunft sieht für uns eigentlich mehr so aus, dass man das Ganze viel interaktiver macht, dass man hier auch wirklich zusammen am Produkt sitzt, zusammen sich das Produkt anschauen kann und vielleicht auch in 3D anschauen kann mit eben so einer VR-Brille und drüber gucken kann, wie funktioniert das Ganze, wo gibt es Probleme. Wenn jetzt die Strömung hier bei der Aerodynamik abreißt, was kann man da vielleicht aktiv tun und wie sieht das dann aus, wenn man es aktiv macht? Das sind alles Punkte für die Zukunft, die könnte man verändern und dafür haben wir eben auch Lösungen bereits im Einsatz bei unseren Kunden und auch selber entwickelt. Ein Tool wäre eben hier diese 3D-Visualisierung, wir nennen es als General Visualization, wo man wirklich anhand von Simulationsdaten Produkte live zusammen angucken kann und dann eben auch interaktiv sich zusammensetzen kann um das Produkt herum und bewerten kann, funktioniert etwas oder funktioniert es nicht so gut. Ja? Und um auf die nächste Folie zu gehen, Caroline, da habe ich schon einen Anwendungsfall genannt. Das wäre eben genau Simulation auswerten, eine virtuelle Produktentwicklung gemeinsam bewerten, irgendwelche Schwingungs- oder Strömungs- oder Festigkeitsanalysen gemeinsam anschauen am Produkt. Und man sieht vielleicht auch, wenn das Video rechts nebenher läuft, da, was es auch da für Möglichkeiten gibt. Man kann es nämlich auch wirklich beliebig zerlegen, das Fahrzeug. Geht aber auch mit jedem anderen Produkt genauso, kann auch ein medizinisches Gerät sein oder auch natürlich ein Flugzeug und dann wirklich auch reingucken, was passiert genau in diesem Bauteil. Man kann sich die Wärme visualisieren lassen oder vielleicht eben auch irgendwelche Spannungen und dann direkt live beurteilen, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Was dabei auch noch ganz wichtig ist, ist, der Punkt wurde von Herrn Würz erst schon angesprochen, ist auch der Punkt natürlich der Wartung. Man kann dadurch auch sagen, okay, wenn etwas nicht funktioniert, dann setzt man sich gemeinsam an das virtuelle Produkt und geht es mal zusammen durch. Okay, hier musst du genau drauf gucken, das ist das Bauteil. Wenn du nicht weißt, was ein Katalysator ist, so ungefähr, hier schaust du dir mal gemeinsam mit mir an, das ist es. Genauso gibt es aber auch andere Anwendungen, wie zum Beispiel der virtuelle Test
von Ergebnissen. Also anstatt, dass jetzt Fahrer in der Gegend herumfahren müssen mit ihrem Fahrzeug oder auf welchen Simulatoren sitzen müssen und es bewerten, geht es in Zukunft hoffentlich auch virtuell. Und das geht sehr fotorealistisch und auch sehr realistisch vom Feeling her. Wichtig ist aber nur, dass man halt diese Schnittstelle vernünftig abbildet. Weil, wie gesagt, es bringt nichts, nur die Game Engine drauf abzubilden, dann geht zu viel Information verloren oder die Performance wird dann einfach schlecht, sondern genau diese Schnittstelle muss vernünftig erfasst werden, um dann auch Aussagen treffen zu können, zum Beispiel für Entscheider oder um sich eben mit den Kollegen in Indien interaktiv über ein Thema vernünftig austauschen zu können, und zwar in Echtzeit, ohne dass das Bild dann dauernd irgendwie ruckelt oder ähnliches. Ja, und das war jetzt ein Beispiel dafür. Dann würde ich sagen, es gibt jetzt noch ein weiteres Beispiel, das wir mitgebracht haben, und da würde ich auch meine Kollegin, die Frau Handel, übergeben. Danke, Michael. Dann mache ich weiter. Genau. Weiterer wichtiger Punkt für die Digitalisierung ist natürlich die Simulation. Also jetzt mal wieder weg von VR, sondern rein die klassische Simulation, wie virtuelle Absicherung von zum Beispiel Fahrerassistenzsystemen. Warum braucht man da überhaupt die Simulation und kann das nicht einfach nur mit Realtests machen? Naja, wenn man sich das mal anschaut, die einschlägige Meinung ist, dass für die Absicherung von autonomen Fahrsystemen so rund 6,2 Milliarden Testkilometer ungefähr nötig sind, damit man wirklich sicher sein kann, okay, ja, das System funktioniert. Das sind 155.000 Erdumrundungen. Das schafft man nicht so ohne weiteres, einfach indem man genug Testfahrer darauf ansetzt. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall die Simulation verwenden. Weiterhin, wir hatten es schon von Game Engines und Fotorealismus. Warum reicht da nicht einfach eine MATLAB-Simulation? In den neuesten Autos, auch schon in älteren Autos, aber jetzt in den neuesten Automobilen, sind eigentlich immer Kameras verbaut. Das heißt, es werden kamerabasierte Algorithmen, Fahrerassistenzsysteme verwendet. Um die zu trainieren, braucht es eine Art von Fotorealismus. Wir können nicht alle, hatten wir ja schon gesagt, mit Realfahrten Testdaten erzeugen. Wir müssen sie auch in der Simulation erzeugen können. Und dafür muss die Simulation, das Bild, das in der Simulation erzeugt wird, realistisch genug sein, dass es eben die Realität so abbildet, dass ein Algorithmus mit den Trainingsdaten klarkommt und nicht komische Sachen berechnet. Und genau da war unser Ansatz zu sagen, wir bei der TWT wollen auch noch einen Beitrag leisten, nicht nur in der Sparte Dienstleistung bei der Anwendung von Simulationstools, sondern wir möchten auch ein eigenes Simulationstool bereitstellen, das den Fokus auch auf Fotorealismus insbesondere legt. Und daraus ist dann eben Drones entstanden. Wir haben hierfür als Basis die Spiele-Engine Unreal verwendet, weil sie sehr, sehr populär ist und auch für Fotorealismus bekannt. Wir haben diese Engine angepasst. Zum einen haben wir die grafische Oberfläche angepasst an den Automotive Use Case, ein bisschen Workflow orientiert. Wir nutzen die realistische Grafik, Materialien und auch die Physics Engine für die Simulation und haben dort eben verschiedene Module aufgepackt, also Sensoren, Kommunikationsschnittstellen eine Verknüpfung von außen geschaffen, sodass eben andere Simulationen oder andere Anwendungen über eine Co-Simulation mit Drones verknüpft werden können. Und damit schaffen wir ein Tooling oder haben wir ein Tooling geschaffen, das verschiedene Use Cases, Sie sehen es hier auf der rechten Seite, abbilden kann, also von der Erstellung von einem digitalen Zwilling über das Training neuronaler Netze durch zum Beispiel schon vorsegmentierte Kameradaten bis hin zu Software- oder Hardware-in-the-Loop-Tests. Und gerade zum letzten Punkt habe ich auch ein kleines Beispiel aus der Industrie mitgebracht, das ich Ihnen heute zeigen will. Und das ist eben der Software- und Hardware-in-the-Loop-Test einer Dauerlauferprobung. Hier in diesem Projekt war das Ziel, die reale Testfahrten zum einen von der Straße auf ein Testfeld zu übertragen. Das heißt, die Realfahrten auf dem Testfeld möglichst
gleich abzubilden und zum anderen dann auch noch die Testfahrer komplett zu streichen. Also das heißt, die Autos, die Fahrzeuge automatisiert auf der Teststrecke fahren zu lassen. Und in diesem Setting sollte dann ein Bediener ausreichen, um mehrere Fahrzeuge zu bedienen, das heißt, sie zu starten, zu stoppen, von A nach B zu schicken, etc. Und hier in diesem Projekt haben wir fast die gesamte Softwarearchitektur entwickelt, also vom Front- und Backend bis zum Fahrzeugregler, der im Fahrzeug läuft, und das alles kommuniziert über LTE miteinander. Und neben der Implementierung von dem ganzen Software-Stack haben wir weiterhin auch noch unseren Kunden bei der Inbetriebnahme unterstützt, indem wir auch viele Tage vor Ort verbracht haben, um das System zu testen und zu verbessern. Aber bevor wir überhaupt dahin gekommen sind, dass wir den Feinschliff unseres Systems vor Ort mit Realtests machen konnten, haben wir unsere Komponenten erst in Software- und Hardware-in-the-Loop-Tests mit Drohnes verknüpft. Das heißt, wir haben die Teststrecke komplett abgebildet in Drohnes haben die ganzen Komponenten mit Drohnes verknüpft. Das heißt, Drohnes hat die Umgebung übernommen, das Fahrzeug übernommen und alle anderen Komponenten waren 1:1, so wie sie dann auch später beim Realbetrieb eingesetzt werden. Und so haben wir viele Testzeit vor Ort reduzieren können, indem wir eben virtuell schon das System testen konnten. Was Sie hier weiter unten auch sehen, wir haben da auch schon einige Publikationen gehabt. Wir haben zum einen einen Vortrag auf dem EDM-CE-Forum von Daimler letztes Jahr gehabt. Und dieses Jahr hätten wir auch einen Vortrag beim Stuttgarter Symposium gehabt, das ja leider abgesagt wurde. Aber nichtsdestotrotz haben wir einen Artikel über Springer veröffentlicht. Und wenn Sie da Interesse haben, Näheres herauszufinden, können Sie da gerne nachschauen und das noch nachlesen. Genau. Und jetzt in diesem Projekt lag der Fokus ganz klar auf der Automatisierung der Fahrzeuge auf einem abgesperrten Testgelände. Das ist jetzt aber noch ein sehr, ich sag mal, festgezurrter Use Case. Und für die Zukunft brauchen wir eigentlich auch noch mehr. Zum Beispiel im urbanen Raum, automatisiertes autonomes Fahren im urbanen Raum. Und genau für solche Fragestellungen haben wir bei der TWT, hatte mein Kollege ja schon erwähnt, auch das Mittel der Forschungsprojekte, in denen wir uns stark engagieren, um genau solche Fragestellungen einfach mal zu überprüfen, zu schauen, was geht, welche Technologien sind geeignet, um einfach den Fortschritt, die Digitalisierung voranzubringen. Und da habe ich jetzt auch noch ein Beispiel mitgebracht, das sich eben mit der Frage beschäftigt, wie können wir automatisierte und autonome Fahrzeuge in die Städte integrieren? Was ist dafür nötig? Und das Projekt, das ich dabei habe, nennt sich SAFE und hat als Hauptanliegen eben die Sicherheit beim automatisieren und vernetzten Fahren im urbanen Umfeld. Und es soll auch die Wechselwirkung mit gesellschaftlichen Fragestellungen untersuchen. Dieses Forschungsprojekt läuft noch bis Ende des Jahres, also wir sind in den Endzügen. Und wie wir die Fragestellung oder die Problemstellung erreichen wollten oder angehen wollten, war eben in Kombination von virtuellen und physischen Absicherungen von Verkehrsszenarien. Das heißt, wir wollten einen realen Testfall, eine reale Stadtteil nutzen für das Testen von autonomen Fahrsystemen und zugleich auch die Möglichkeit haben, das virtuell davor schon abzutesten. Das heißt, wir haben eine Stadt oder einen Stadtteil in Ingolstadt abgescannt mit LIDAR- und Kamerasensoren und haben mit diesen Daten eine virtuelle Abbildung in Drohnes geschaffen, die 1:1 die Umgebung abbildet. Dort haben wir dann verschiedene Szenarien untersucht, also K2X-Anwendungen, sprich, wo können wir Sensoren platzieren, um von Fahrzeugen zur Infrastruktur zu kommunizieren, Daten auszutauschen. Was für Auswirkungen hat die Sensorik im öffentlichen Verkehr, je nachdem, wo sie platziert werden?
Wie können wir auf Kreuzungen einen Überkopflidar zum Beispiel einsetzen? Welche Effekte hat es für statistische Modelle in Simulationen und im Realbetrieb? Und um eben diese Wechselwirkung darzustellen und auch abzubilden, also die realen Tests, die wir gemacht haben, abzugleichen, auch mit Simulationstests, haben wir zum anderen auch noch weitere Tools angeboten an die Simulation. Zum einen eben Sumo, das ist eine Verkehrssimulation, mit der man sehr gut makroskopische Verkehrsfluss abbilden kann. Und zum anderen Szenarioerstellungen mit dem Standard Open Scenario, mit dem man textbasiert dynamische Umgebungen beschreiben kann. Und diese haben wir genutzt, um eben Szenarien oder Simulationen zu erstellen und sie abzutesten und zu vergleichen mit Realtests. Und zudem haben wir dann auch noch oder sind noch dabei, Fallstudien in VR zu machen, die dann die Reaktion von Fußgängern und Beifahrern auf autonomen Fahrzeugen testen kann. Also sehr, sehr spannende Themen. Das Projekt läuft, wie gesagt, noch einen knappen Monat. Und wir sind schon sehr gespannt, wie die finalen Ergebnisse aussehen werden. Dann jetzt noch zum Abschluss. Ab der Theorie noch ein kleines Video haben wir mitgebracht, das beispielhaft die virtuelle Absicherung in Drones zeigt. Leider ohne Ton. Dann sage ich ein bisschen was dazu. Okay, jetzt ist der Ton wieder da. Also grundsätzlich sagt der Text schon alles. Genau, das wäre dann auch schon das Ende unseres Vortrags. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann können Sie die natürlich gerne stellen und wir sind froh, wenn wir sie beantworten können. Ja, und übrigens, ich bin auch wieder da. Also das war heute mal PowerPoint-Karaoke andersrum. Normalerweise hat man ja bei PowerPoint-Karaoke also quasi Folien und keinen Text. Heute war es so umgekehrt. Ich hatte Text und hatte kein Bild. Ich hoffe, es hat trotzdem gut funktioniert. Beim Test hat alles geklappt, so ist es. Ja, vielleicht darf ich mich dazu schalten. Ganz, ganz lieben Dank, Herr Herrenberger und Frau Handel.